Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Zu meiner Linken, Mo Abdallah. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Mir geht's super. Danke. Sehr, sehr schön. Wir starten direkt los. Es gab heute die Pressekonferenz gegen Sinat Gashi. Was sind so deine ganzen Eindrücke von dem Media Day? Ja, der Media Day ist sehr spannend. Es sind sehr viele Freunde, Kollegen, Brüder aus allen Städten vorbeigekommen. Ich bin immer froh und glücklich, hier sein zu dürfen bei Universum. Danke an Ismail, Marlon, Ahmed Öner. Und natürlich danke an euch, danke an das Team. Kann jetzt hier nicht jeden Namen aufzählen, alle, die hinter den Kulissen mitarbeiten, Dilan, Niklas und so weiter und so fort, alle Kameraleute, die für das Organisatorische auch zuständig sind. Ich weiß das sehr zu schätzen und gibt mir immer hier ein sehr, sehr gutes Gefühl und dafür will ich mich bedanken. Die Pressekonferenz lief auch ein bisschen hitzig. Was ist da so zwischen euch vorgefallen? Nee, es ist halt, eine gewisse Spannung da. Der Kampf ist in 3,5 Wochen und je näher der Kampftag rückt, desto mehr Spannung kommt ja auch in das Ganze rein und deswegen, also es wird ein harter Kampf und ich freue mich schon sehr darauf. Man merkt auch, für diesen Kampf ist deine Mentalität ganz anders. Du wirkst viel bissiger, viel intensiver. Du hast dich auch von Social Media so ein bisschen zurückgezogen. Was bedeutet dieser Kampf für dich und wie bereitest du dich darauf vor? Wir bereiten uns sehr hart vor. Es ist ein sehr harter Gegner. Die Nummer 8 der WBC-Weltrangliste. Sinat Gashi, sehr ernstzunehmender Mann. Und wir haben sehr viel zu gewinnen. Von daher ist es jetzt Zeit zu zeigen, was in mir steckt, was ich alles zu bieten habe. Und ich reiß mir dafür tagtäglich den Arsch auf. Deswegen, ich werde alles dafür geben, den Sieg heimzufahren. Sinat macht viel Promo, er stichelt auch auf TikTok gegen dich. Wie nimmst du das Ganze auf? Siehst du das trotzdem rein sportlich oder kannst du sagen, ey, da sind auch schon Emotionen im Spiel? Ich nehme das rein humorvoll, also so, ich kann darüber lachen, ich kann über mich selber lachen, ich kann über Witze lachen und so weiter und so fort, solange es nicht unter die Gürtellinie geht. Wir haben ja auch gar keine Probleme miteinander. Also er ist nicht mein Feind, wir sind nicht im Krieg, es ist sonst nichts, es ist nicht Nation gegen Nation, Religion, wie auch immer. Wir geben uns die Hand, wir respektieren uns. Im Kampf geben wir alles, kämpfen um Leben und Tod und danach wird sich wieder die Hand gegeben und gut ist, das ist ein sportlicher, fairer Wettkampf und ich freue mich, den Fokus wieder mehr auf den Sport zu rücken. Und ja, das wird am 3.6. geschehen. Wenn du diesen Meilenstein in deiner Karriere erreicht hast und wirklich einen gerankten WBC-Boxer besiegt haben solltest am 3.6., erstens fällt dir dann ein Stein vom Herzen wahrscheinlich und zweitens, hast du schon was gehört von anderen Türen, die dir im Nachgang geöffnet werden könnten? Natürlich, also das wäre natürlich, wie du schon sagst, wenn wir jetzt mal andere Schwergewichtsboxer oder generell Boxer sind, ist ja alles öffentlich bei Boxwerk einzusehen. Ich frage dich, Fabricius, wer hat denn in seinem zweiten Kampf jemand wie Sinat Gashi gekämpft? Nummer 8 der WBC-Weltrangliste, 26 Kämpfe, 24 Siege, 23 Knockouts. Mir ist die Null total egal. Ich möchte einfach den Sport wieder in den Fokus, in den Vordergrund bringen. Ich möchte harte Kämpfe, echte Kämpfe und ich möchte mir den Weg nach oben hart erarbeiten. Deswegen, kennst du jemanden, der in seinem zweiten Profiboxkampf so jemanden gekämpft hat? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Prozedere in Deutschland ist eigentlich ziemlich einfach aufgestellt. Du hast einen Promoter und er versucht dich, solange es geht, zu beschützen, sodass du deine Null hältst in deiner professionellen Karriere. Bei Mo Abdallah ist es jetzt genau der andere Fall. Du wirst einfach ins eiskalte Wasser geschmissen, kämpfst gegen einen der besten Fighter aus Deutschland, also vor allem im Boxen. Ja, und Sinat ist ein harter Hund. Und ich finde, dass man Mo Abdallah auf jeden Fall und dir, ich spreche dich direkt an, dafür Respekt zollen muss. Also wir haben es bei diversen Karrieren gesehen, dass es auch mit anderen Gegnern anders laufen kann. Und du versuchst hier wirklich das Boot zu kippen und direkt aufs Ganze zu gehen. Auf jeden Fall. Wie wäre deine finale Prognose für den Fight? Du respektierst ihn? Definitiv. Es ist Feuer drinne. Richtig. So, er sagt, er geht für den Knockout, er wird dich ausknocken, egal was du vorhast, entweder wenn es über die Distanz geht oder wenn du einen Brawl haben willst. Was denkst du darüber? Ich denke darüber, dass man im Voraus vorsichtig sein sollte mit Prognosen, mit Ansagen, weil, wie man weiß, Hochmut kommt vor dem Fall. Von daher, der ganze Druck lastet auf seinen Schultern. Ich kann es nur noch mal sagen, ich bin der absolute Underdog. Ich freue mich einfach
in den Kampf reinzugehen, diesen Kampf zu genießen, diesen Kampf zu bestreiten, euch, diejenigen, die an mich glauben, die bestmögliche Show zu bieten, den bestmöglichen Mo, die bestmögliche Version von mir. Und dafür reiße ich mir tagtäglich den Arsch auf mit meinem Trainer Frank Lubitz, Eisenmeister. Danke, Trainer, für alles. Hier, guck dir das an. Hab das Logo auf den Rücken gemacht. Du stärkst mir den Rücken. Danke für all deine Zeit, die du in uns investierst. An unser gesamtes Team. Göran, Ralf, Ruven, der gerade die harte Chemotherapie durchmacht. Und ich werde alles dafür geben, um für euch den Sieg heimzufahren und auf jeden Fall die bestmögliche Leistung zu erbringen. Danke für deine Worte. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wünsche dir viel Erfolg für den Fight. Ich hätte gerne noch ganz kurz ein, zwei Sätze. Perfekt. Ich wollte mich auch an der Stelle bei all meinen Sponsoren bedanken, bei all meinen Freunden, Familie, die für mich da sind, die mich unterstützen, die immer an mich geglaubt haben, mich nicht haben fallen lassen, auch als ich schwere Zeiten gehabt habe. Hier sieht man einige davon. Das sind Mefloot von MV-Bau, Autohaus Jung, das ist Emir, mein Bruder, das ist Ice Cream United, Pietro Lombardi und Chris Geier. Danke an Time for Watches, mein Bruder Thorsten. Danke an meine Berliner Jungs, Akawi Sicherheit, Walid Akawi, Mahmoud Akawi, Sushi Goku und natürlich Coffee Breeds und Eisenmeister. Und es sind noch viele mehr, die hinter den Kulissen, ich stehe immer im Fokus, aber so viele im Hintergrund tun tagtäglich so viel für mich. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich liebe euch alle und ich werde wirklich einfach alles geben dafür, um die bestmögliche Version von mir zu präsentieren und so Gott will, den Sieg heimzufahren. Danke, Fabrizio, auch an dich. Gerne, gerne.